Hallo und herzlich willkommen bei meiner Budget Lounge. Ich mache heute den zweiten Wochenabschluss vom Oktober. Und hier habe ich so eine trockene Stelle gehabt. Das sieht wirklich gar nicht schön aus. Deswegen habe ich gedacht, ich mache da ein Pflaster drüber. Naja, okay. Also es war richtig, richtig viel los bei mir mal wieder. Es ist schlimm, seht ihr? Also, naja. Ich fange jetzt einfach mal an. Und am Anfang der Woche, da habe ich mich echt zusammengerissen, aber am Ende von der Woche ist es mir mal wieder aus dem Ruder gelaufen. Also, ich war beim Beko für 5,70 Euro und beim DM und habe da 38,10 Euro ausgegeben. Und am Donnerstag bin ich dann beim Glutenfrei-Beko gewesen für 15,80 Euro. Das Brot habe ich eingefroren, das habe ich klein geschnitten und eingefroren und die ganzen Brötchen, also Wäckchen und so, die habe ich bereits alle verknuspert. Ja. Das Brot kostet ja allein schon 6,50 Euro, so ein Kartoffelbrot. Ja, genau, dann habe ich mir noch ein kleines Baguette mitgenommen und wir waren ja gestern im Europapark und da habe ich das dann halt den ganzen Tag gegessen. Ich habe mir das halt auf zweimal aufgeteilt. Ja, weil ich kann ja, also so mir Essen zu kaufen ist einfach schwierig. Ich habe mir zum Beispiel salziges Popcorn gekauft und dort gegessen. Und ja, sonst ist es einfach schwierig. Und mal was zum Trinken. Dann war ich beim Metzger. Bei dem glutenfreien Bäcker ist doch ein richtig guter Metzger, der gar nicht so teuer ist. Für 25,78 habe ich da echt viel eingekauft. Und da können wir auch die nächsten Tage noch von zehren, würde ich mal sagen. Dann habe ich beim DM dort Essen gekauft für 60,44 Euro. Ich war dann am nächsten Tag im Bioladen beim Bäcker, also beim ganz normalen Bäcker im Bioladen, weil da habe ich mir, da gibt es fermentiertes Roggenbrot, was eine extrem lange Teigführung von 2 Tagen, 1,5 Tagen hat. Ja, ich meine, dass die das Brot... Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die lassen das fast 2 Tage aufgehen, fermentieren. Und mit Natursauerteig. Und das ist halt echt teuer. Da kostet aber 1 Kilo Brot kostet 4,70 Euro. Also es geht. Und dann habe ich halt noch normale Brötchen mitgenommen. Ja. Und schon war ich bei 8,90 Euro. Dann, weil wir ja am nächsten Tag praktisch hier losgefahren sind in den Europapark. Und da fährt man von uns ungefähr... Wir haben, glaube ich, 1 Stunde 15 Minuten gebraucht. Das ist von uns 99 Kilometer entfernt. Also nicht so weit weg. Jo, aber da habe ich morgens trotzdem keine Lust, dann zum Bäcker noch zu gehen. Dann habe ich noch im Aldi Essen gekauft für 51,74. Also ich hasse das eigentlich, in so viele verschiedene Läden immer zu gehen. Aber ja, da ich halt nicht alles essen kann und mir dann immer im DM Essen kaufe. Und der DM ist eh ein gefährlicher Laden für mich. Ja, dann wird es halt echt immer gleich mehr, also... So, also für Essen habe ich ausgegeben 206,43, das ist doch verrückt, oder? Da schon 274 und da 206, das ist der Wahnsinn. In der Drogerie 5,64 Euro. Dann in der Freizeit habe ich 58,35 ausgegeben. Ich hatte mir 150 eingeplant und zwar habe ich gekauft... ein wunderschönes Metallschild, wo Harry Potter, also Hogwarts von Harry Potter, eine Tasse, wo Voldemort und Harry Potter und der Elderstab in der Mitte drauf ist. Dann haben sie die Tasche extra berechnet. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch gefragt. Dann habe ich ein Foto gekauft, wo wir drauf sind, als wir Silverstar gefahren sind. Und wir sind noch ein paar bei Piraten Batavia. Das haben, wurde, ist ja abgebrannt gewesen und das haben die ja neu aufgebaut. Und das sind wir jetzt zum ersten Mal wieder gefahren seit der Eröffnung. Und da gab es so einen Schein. Wo habe ich den jetzt hin? Ich hole mal kurz die Sachen. Sexy euch. Moment, ich habe das hier gekauft. Das ist ein Metallschild. Hat 19,95 zwar gekostet. Und steht drauf, handgefertigt in Berlin. Ja. Und wir haben ja ein Heimkino. Und dort an der Wand haben wir Leute solche Metallschilder, also von Quentin Tarantino-Filmen, Kill Bill und so. Und ja, weil wir das einfach lieben. Und ich liebe ja Harry Potter und deswegen musste dieses Hogwarts, also... Ja, das musste einfach mit. Und mein Mann wird es dann mal die Tage aufhängen, irgendwann. Oh, ich freue mich.
Richtig cool. Naja, also auf jeden Fall das. Dann die Tasse. Ist Voldemort und Harry. Und in der Mitte der Elderstab. Ja, die, ja, ich weiß auch nicht, ich konnte die nicht da lassen. Wie gesagt, ich habe mir das selber gekauft und die hat 12,95 gekostet. Und dann habe ich mir als Erinnerung ein Foto mitgenommen von dem Silver Star Farm. Und das hat 6,50 € gekostet. Hätte ich das an einem Automaten ausgedruckt, dann wäre es 50 Cent billiger gewesen. Aber ich war zu faul. Genau, und der Schein, wo ich mir bei Piraten Batavia rausgelassen habe für 2 Euro, habe ich mir einen 0-Euro-Schein rausgelassen von Piraten in Batavia. Und es fühlt sich wirklich an wie ein echter Geldschein. Richtig cool. Ein Wasserzeichen hat es aber nicht. Er hat sogar eine Nummer. Richtig lustig. Ja, den hebe ich mir auf als Erinnerung, dass wir da Piraten Batavia gefahren sind. Und da muss ich jetzt mal schauen, dass ich da die Menschen verdecke, die da drauf sind. Moment. Dann zeige ich euch mal das Bild von meinem Mann, meiner Tochter und mir. So, da könnt ihr jetzt nur mich sehen, also da könnt ihr jetzt nur uns sehen und nicht die anderen Personen, die da drauf sind. Ja, meine Tochter war es ein bisschen zu schnell und zu hoch. Ich mag sowas ja total und mein Mann hat sich, ja, es, ja, man sieht ihn schon, oder? Er hat sich ein bisschen versteckt unter seinem Halstuch, weil es natürlich sehr schnell ist und zieht und so. Genau, das war richtig toll, der Tag gestern. Ja, Achterbahnfahren ist ja meins, also das kann ja gar nicht schnell genug und hoch genug und wild genug und hinterher habe ich meistens Kopfschmerzen, aber egal. Jo, okay. Insgesamt waren das auf jeden Fall 58,35, in der Apotheke 5,95. Ich habe Magentabletten gekauft, zu so Bullrichsalz, genau. 63 Cent werde ich aufrunden. Die habe ich mir schon mal hier. Können wir mal gucken. Also das Kleingeld. Ups. Irgendwie habe ich 2 Sand verloren, Leute. Wo sind die jetzt hingekommen? Ich weiß, dass die vorher noch da waren. Verstehe das jetzt nicht, wo die hingekommen sind. Naja. Also 10, 20, 30, 40, 50. Das stimmt irgendwie gar nichts gerade. Verstehe das jetzt nicht, wie das passieren konnte. Vorhin hat es gestimmt. Bestimmt habe ich irgendwie. Also 63 sind nur noch 5 aufgerundet. 10, 20, 30, 40, 50. Das habe ich, hatte ich ausgerechnet. 60. Wo ist das jetzt hingekommen? 63. Komisch. Naja, egal. Also das wird auf jeden Fall aufgerundet. Ich hatte es gerade gezählt und vielleicht ist es mir auf den Boden gefallen. Ich schau mal. Ich hatte es gerade schon nachgezählt und gesehen, dass es. Ja, egal. Auf jeden Fall kommt es hier rein. Zum Sparen. Das jetzt echt nicht. Das hat die gerade noch gestimmt. Komisch, wirklich komisch. Naja. So, und dann habe ich Payback-Punkte mir auszahlen lassen, als ich im DM einkaufen war, weil ich da 10% von den Punkten wieder zurückbekomme. Und das waren aber nur 1,53 €, also 153 Punkte. Das werden dann nicht so viele Punkte sein, aber trotzdem, ich kriege die Punkte dann praktisch ja wieder dann gut geschrieben und die habe ich mir jetzt halt auszahlen lassen. Ja, ausgegeben habe ich 277 €, 160 hatte ich Budget, 117 bin ich sozusagen im Minus und deswegen kriege ich jetzt noch für die neue Woche nur 103 Euro.
Und ich brauche, also ich, mein Kühlschrank ist doch echt komplett voll. Ich brauche nur, wir wollen einmal essen gehen. Also ich hole es erst nach Hause. Und ich brauche wieder 12 Milch und ich muss tanken. Es wird auf jeden Fall wieder knapp. Ich darf auf jeden Fall diese Woche nicht so viel Geld ausgeben. Jetzt muss ich mal das zählen, ob ich da mich jetzt verrechnet hatte. Wahrscheinlich ist das Kleingeld jetzt hier nicht richtig. Keine Also 100, weil ich hatte das schon vorbereitet, sonst dauert es ewig. 101, 102. 2,50, nee, 103, das stimmt's, okay. So, also dann kommen die 103 Euro da rein. Ich brauche auf jeden Fall Geld fürs, ja, im Lidl ist, glaube ich, die Milch im Angebot für 9 Euro. Die werde ich holen. Dann werde ich natürlich das Essen zahlen, wenn wir dann die Tage mal essen gehen. Griechisch, weil Griechisch kann ich ja essen. Darf nur das Tzatziki halt nicht essen. Aber sonst kann ich ja alles essen. Reis und so, das geht ja. Pommes auch. Bratkartoffeln haben die noch, das darf ich auch essen. Jo, nur kein Käse und halt kein Tzatziki. Jo. Bum, 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 bum. Und ich muss halt tanken. Also das Geld wird weg sein. Ich brauche das auf jeden Fall. Aber ich darf halt nicht einkaufen gehen jetzt. Sonst wird gegessen, was im Kühlschrank ist. Payback. Das Einzige, was sein kann, ja, ich muss mal zum Bäcker gehen dann. Weil eine ganze Woche, irgendwann am Ende von der Woche, muss ich mal zum Bäcker gehen und nochmal Brot holen. 1,53 € habe ich auf jeden Fall. Jo. 30 Euro habe ich bei Feiern ausgegeben, weil ich einen Rotbäckchen-Adventskalender gekauft habe. Das ist einer mit Säften. Ja. Und, aber sonst gibt es keinen Adventskalender, also. Ich habe dann den von der Susan und meine Tochter bekommt den mit den Säften. Und beziehungsweise wir werden uns den teilen. Ja, weil jeden Tag so ein Fläschchen Saft ist sehr viel Zucker. Genau. Je nachdem, wenn sie den halt nicht will oder so oder nicht trinkt, dann trinke ich. Und beim Haushalt sind es 2 Euro, weil ich. Vorhin hatte ich es noch gewusst. Was hatte ich da gekauft? Ach genau, der Aldi hatte so ein Scherenset, 4 Scheren für 2 Euro. Die habe ich mitgenommen. Genau. Ich habe mal wieder welche gebraucht. Das sind dann 32 Euro. Das war's. Jo. Jetzt habe ich auch echt viel geredet, obwohl ich alles vorbereitet hatte. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt übertrage ich natürlich noch. Ah, halt, falsches Buch. Übertrage ich das noch? Ausgaben. Bei Essen 206,43. Da 0,564, 58, 35, 5, 95. 0 und aufrunden 63 und das waren dann schon 277. Das ist der Wahnsinn, wie das Geld wegrennt vor mir. Echt Wahnsinn. Zurzeit brauche ich echt viel Geld, also es war schon besser. Ich habe das Gefühl, es ist alles noch mal teurer geworden. Keine Ahnung. Das ist echt verrückt. Naja. So, und das ist dann die nächste Woche. Dritte Woche vom Oktober. Da ist auch nichts geplant, wie man sieht. Jo. Es geht auf jeden Fall schon wieder zur Mitte des Monats zu. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.